herzlich willkommen zu Part 2 von Let's Play The Sims 4 Annie Legacy. Da muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen. Sag ich Anna Legacy oder Annie Legacy? Bei Aura habe ich Aurora Legacy. Naja, ich glaube, es wird die Annie Legacy. Aber ich weiß es noch nicht. Ich nehme dieses Video jetzt gerade noch auf, bevor der erste Part online gegangen ist. Deswegen hoffe ich natürlich sehr, dass euch der erste Part gefallen hat, dass euch das Intro gefallen hat und dass euch das ganze Setting natürlich gefällt. Und bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Aber habe es mir nicht nehmen lassen, jetzt schon weiter aufzunehmen, damit ich hier weiterspielen kann. Also ich freue mich ganz doll. Im letzten Part sind wir so ein bisschen in Brightchester angekommen. Haben wir erstmal so ein bisschen die Lage gecheckt, was so um uns herum passiert, haben uns natürlich an der Uni eingeschrieben und sind jetzt ready für den Uni-Alltag. Ich freue mich sehr, das jetzt die nächsten Parts quasi mit euch zu spielen und ja, dann anschließend tatsächlich die Medizinkarriere irgendwann zu spielen. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt hier in diesen zweiten Part rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und let's go! Also hier vor uns haben wir unsere wunderbare Annie, die gerade noch ein bisschen traurig aussieht, weil sie sich gerade noch ein bisschen unwohl fühlt. Sie ist auch ein bisschen überfordert mit der allgemeinen Situation, glaube ich. Also sie kann noch nicht so richtig sich auf die Situation einlassen, sich noch nicht so richtig fallen lassen, weil es ist ja das erste Mal, dass sie quasi nicht mehr zu Hause wohnt. Also sie ist ja jetzt von zu Hause ausgezogen. Und mir ist gerade aufgefallen, ich wollte sie gerade duschen lassen gehen und dann habe ich gesehen, dass wir gar keine Dusche haben. Wir haben nur eine Badewanne und ihr wisst, das ist für mich immer sehr problematisch. Ich hoffe, dass wir uns jetzt eine Dusche leisten können. Weil wir brauchen ja theoretisch keine Badewanne, weil wir haben ja kein Kind. Und ich plane auch nicht, irgendwelche Unfälle passieren zu lassen. Wenn doch, dann könnt ihr bitte meinen Kanal löschen. Die Dusche ist voll schön. Und die ist von Unileben. Ist halt so eine Duschkabine. Vielleicht nehmen wir zu Hause doch so eine normale. Das triggert mich immer so, wenn dieser Duschkopf nicht an der Wand ist. Okay, wir machen es anders. Stellen die Dusche ins Schlafzimmer. Spaß. Witzig, Frau Simfinity, warum bist du eigentlich so lustig? Dann müssen wir dieses Handtuchding einmal... Ja, muss halt einmal gehen. Dann stellen wir die Dusche so hin. Kommen die da durch? Ja, passt schon. Dann kommt die Klorolle noch schön daneben. Warte mal, wir können das ja vielleicht noch so ein Stück... Sehr realistisch, dass das hier in dem Fensterrahmen quasi ist. Aber ist egal, so steht die... Ach Gott, der Vorhang ist ja in der Dusche. Leute, das macht mich bekloppt. Okay, ich hab's jetzt. Tut mir leid. Was lange währt, wird endlich gut, Leute. Seht es mal so. So, besser wird's nicht mehr. Aber wir haben eine Dusche. Oh nein, wir brauchen ja doch eine Badewanne, weil wir einen Hund haben. Naja, wir lassen es jetzt einfach erstmal so. So, nachdem wir uns nun für den Tag gestärkt haben, räumt Annie jetzt gerade erstmal so ein bisschen auf. Oli liegt hier auf dem Sofa und schläft. Und wir müssen uns natürlich mal angucken, was wir für die Vorlesung vorbereiten müssen. Denn wir haben morgen eine Vorlesung, auch direkt morgen früh. Das heißt, wir müssen dafür die Aufgaben machen und eben auch eine Abschlussprüfung dann am Freitag absolvieren. Hier müssen wir auch eine Abschlussprüfung machen. Hier müssen wir eine Abschlussarbeit schreiben und eine Präsentation halten. Das ist eigentlich eine ganz gute Quote, weil wir das dadurch so ein bisschen verteilt haben. Dann haben wir halt eine Präsentation, die wir vorbereiten können und die Arbeit können wir halt ab und zu dann zwischendurch schreiben und können dann eben auch noch für die Prüfungen lernen. Das ist perfekt. Wir können hier perfekt dieses Stativ hinstellen. Dann können wir da die Präsentation dann vorbereiten. Was macht sie denn jetzt? Sich selbst Zuspruch geben. Girl, weißt du, eigentlich geht es dir richtig gut. Ich weiß gar nicht, was du jetzt hast. Wir haben hier immer noch super viele Sachen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Also auch den Glimmerstein brauchen wir eigentlich nicht mehr. Aber vielleicht behalten wir den noch. Aber ich würde mal diese Sachen verkaufen. Sonst kriegt ihr nämlich alle wieder einen Kollaps, warum Frau Simfinity ihr Inventar nicht aufräumt. Unsere unsere Highschool-Hausaufgaben können wir auch verkaufen. Das möchte ich behalten. Okay, dann kriegen wir nämlich nochmal 480 Simoleons, was sehr, sehr cool ist, weil dadurch können wir uns natürlich gewisse Dinge leisten. Wir haben natürlich hier auch noch ein Bild mit, ich wollte gerade schon wieder Ella sagen, Aura, was wir hier aufhängen können. Was haben wir hier noch? Ach, die Bilder, die wir mit Janet gemacht haben. Ja, sehr süß. Dann hängen wir die doch auch noch auf. Sweet! I love it! Dann machen wir die Rahmen gelb. Süß. Dann haben wir da nämlich schon mal ein bisschen Dekoration. Ich guck mal ganz kurz. Ich weiß, ihr denkt euch jetzt wieder, Nina, du kannst doch nicht schon direkt wieder Geld für Deko ausgeben, aber ich kann. Ich kann, Leute. Und ich werde. Ich kann und ich werde. Ich muss nur kurz überlegen, wie wir was machen wollen. Ich finde das hier von diesem Kladderadatsch-Set richtig süß und ich finde, das passt irgendwie voll zu Annie. Ich sehe sie halt auch mit diesen ganzen Pastellfarben. Das hatten wir ja bei Aura im Haus auch schon. Ich finde, das passt einfach zu Annie, weil sie ist so ein, sie ist für mich so ein Sonnenschein und irgendwie so ein Regenbogen. Da finde ich das irgendwie süß. Wenn sie dann hier so runterkommt von einem langen Unitag, dann kann sie da ihren Schlüssel aufhängen und ihre
Tasche aufhängen. Vielleicht noch die Leine von Olaf. Wait, gibt es nicht eine Leine? Nee, es gibt nur eine Leinengarderobe. Ich dachte, es gäbe so eine Leine, die man hinlegt, aber ich glaube, das war bei Sims 3. Übrigens, gestern, also heute ist Freitag und gestern ist der Trailer zu Pferde Ranch erschienen. Ich habe da auch eine Trailer-Reaction zugemacht. Also bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Beziehungsweise ich habe da ja schon eure Meinungen teilweise gelesen, aber es ist so krass und ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir das dann in unsere Let's Plays mit einbauen werden. Ich fände es für Annie eigentlich ganz cool, wenn wir vielleicht auch so ein paar Hanteln hier irgendwo hinschmeißen, weil sie ist ja auch ein sehr sportlicher Sim und sie mag ja auch jede Art von Sport, deswegen legen wir dann auch so ein paar, also ein bisschen Equipment für sowas hier hin. Ich habe so ein cooles Custom-Content-Set mal irgendwann gefunden. Was ist das? Einfach so Rollen. Och, die Kakteen, die sind auch einfach so süß. Irgendwo muss ich die hinbauen. Ich glaube, bei Crystals Zimmer habe ich sie auch schon hingestellt, aber it is what it is. Ich kann da nichts für. Ach, das ist ein schönes Regal. Wait, können wir das vielleicht in diese Ecke stellen? So. Und Oli schläft dann quasi so davor. Und dann können wir nämlich vielleicht die Sukkulenten da so mit draufstellen. Süß! Oh. Gut. Frau Simfinity hat wieder das ganze Geld für Dekoration ausgegeben. Aber immerhin, guckt mal. Das ist schon ein bisschen süß. Und vielleicht können wir hier unten ja noch so ein bisschen Gras hinmachen, habe ich gedacht. Man kann doch hier theoretisch so künstliches Gras verlegen. Ach so, unser Geld reicht nicht. Es ist so traurig, oh mein Gott. Naja, auf jeden Fall so nach dem Motto, dass das so die Pipi-Pads für Olaf sind. Wenn er dann so nachts mal schnell da raus muss. Süß, toll, wir haben 0 Simoleons. Nina hat ihr Geld wieder effizient genutzt. Man möchte sagen, vielleicht auch verschwendet. Aber ihr habt gesagt, Deko ist keine Verschwendung. Aber Oli war eben ein ganz kleines bisschen traurig, bevor ich den Part angefangen habe. Deswegen werden wir vielleicht jetzt uns mal ganz kurz mit ihm ein bisschen beschäftigen. Und werden vielleicht eine Runde mit ihm spazieren gehen. Weil ich glaube, sowohl unserer lieben Annie als auch Olaf wird das sehr, sehr gut tun. Und ja, die sind halt beide jetzt traurig, weil sie gestern kein Silvester gefeiert haben. Aber sie waren ja auch mega müde. Die sind ja einfach nur noch ins Bett gefallen. Oh, und unsere Nachbarschaft ist da. Tim Langford. Oh my God, no way. Leute, wisst ihr, von wem er, also von wem er ein Nachfahre ist? Von Hannah und Noah. Erinnert ihr euch noch? Die das Love Island Let's Play gewonnen haben und die dann mit Ella befreundet waren. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? The Circle of Life einfach. Wir werden natürlich unsere ganzen Nachbarn einmal hereinbitten, auch wenn hier so ein bisschen ekliges Geschirr rumsteht. Aber ich finde das super cool. So haben wir natürlich die Möglichkeit, Leute kennenzulernen. Hier ist noch Monika, die sieht auch sehr, sehr nett aus. Dann haben wir hier noch den lieben Sebastian und noch ein Sebastian. Die Invasion der Sebastians. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich zwei Sims habe. Janet, du könntest ja dann vielleicht einmal ganz kurz das hier noch wegräumen. Wir haben natürlich den tollen Gourmet-Obstkuchen bekommen. Da freuen wir uns natürlich super doll drüber. Oh mein Gott, also Tim sieht ja schon ein bisschen nach Bad Boy aus, ne? Just saying. Aber das Problem ist halt, er ist schon ein Erwachsener. Was jetzt nicht direkt ein Problem ist in dem Sinne. Aber ich will natürlich auch nicht, dass er direkt stirbt. Aber wir gehen einfach mal zu ihm und gucken mal, wie der Vibe so ist. Wir werden ihn einfach mal nach seinen Interessen fragen. Warum ist sie... Oh mein Gott, sie liegt in ihrem Bett und heult. Einfach relatable, das Girl. Aber guck mal, Oli geht's jetzt supi. Oli... Oh. Doch nicht, er versteckt sich. Oh mein Gott. Oh, Lou ruft an. Er will natürlich ganz kurz fragen, ob alles geklappt hat, ob der Einzug funktioniert hat. Und dann sagen wir, ja, hey Dad, es sind gerade ein paar Nachbarn vorbeigekommen. Und kannst du es glauben? Nein, wir haben es doch noch nicht gemerkt. Ich wollte gerade sagen, er ist jemand, aber das wäre komisch, wenn wir das direkt festgestellt hätten. Wir haben ja noch gar nicht mit ihm geredet. Aber es sind ein paar coole Nachbarn vorbeigekommen und naja, die haben uns Kuchen mitgebracht und wir quatschen jetzt ein bisschen. Und ja, lass mich jetzt bitte in Ruhe. Spaß, das hat sie natürlich nicht gesagt. Aber sie sagt, ich rufe dich vielleicht später noch mal an. Es hat auf jeden Fall alles gut funktioniert und morgen geht die Uni los. Also bisher sind alle okay. Oh nee, Monika finden wir ganz nett. Jetzt ist sie direkt glücklich. Ah, sie denkt aber auch direkt wieder an Lucas und möchte um ein Date bitten. Oh mein Gott, die haben direkt voll die Plusse bekommen. Also die scheinen sich sehr gut zu verstehen. Guckt euch das mal an, wie enthusiastisch das Ganze hier ist. Hi, der Witzke, Herr Kapitän. Wir werden ihn mal nach seiner Karriere fragen, was er so macht. Und werden mal schauen, wir können ihm ja einfach mal ein Kompliment machen für seine coole Kette und sind dann einfach mal ein bisschen lustig mit ihm. Ich glaube, das findet auch jeder gut. Er ist ein Hausmann, süß. Aber sie ist auf jeden Fall direkt glücklich, ne? Das ist unsere Annie. Sie ist unter Leuten und direkt denkt sie sich so, wow, richtig süß. Hoffentlich schmeckt dir der Obstkuchen. Das ist ein Familienrezept. Also bisher haben wir noch keine Negativstimmung. Bin mal gespannt. Oh, mit Monika hatten wir gerade Minus.
Aber Tim scheint auf jeden Fall ganz nett zu sein. Also mit dem scheinen wir uns zu verstehen. Und er ist auch inspiriert von uns. Und wir sind jetzt auch inspiriert. Oh mein Gott, was ist hier los? Okay, aber er sieht noch ein bisschen wild aus. Deswegen gebe ich ihm ganz kurz ein Umstyling. Ich meine, ich will ja nicht direkt hier Sachen prädestinieren, aber... Oh. 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 Hier ist eine Menge los. Wait. Oh. Oh. Oh, sie habe ich erstellt. Irgendwann mal. Warum ist sie nackt? Oh mein Gott. Okay. Tim, I'm very sorry. Ich hätte sehr gerne mit dir Dinge getan, aber ich möchte keine Familie zerstören. Er ist schon ein cooler Boy. Muss ich ja schon zugeben. Och, hör doch auf. Warum ist er denn jetzt so sexy? Hi, der Witzka. Lina, hör auf, ihn umzustylen. Ich muss aufhören. Ah, worein habe ich mich denn da jetzt schon wieder geritten? Aber ich verstehe das doch nicht. Warum kommt er und seine Frau nicht? Also, kann ich ja auch nichts für. Oh mein Gott. Ich habe fast nichts gemacht, Leute. Ich habe ihm nur einen Skin gegeben und die Haare verändert. Und er sieht so unfassbar gut aus. Naja, wir werden einfach mit ihm quatschen. Hör mal, wir machen da einfach gar nichts Großes. Aber wisst ihr, der Vibe passt halt irgendwie richtig gut mit ihm. Oh, Kreativitätsfeier. Die Brightchester Fifikusse veranstalten gerade ihre Kreativitätsfeier im Innenhof. Let's go! Oh, Reisen ist nicht möglich. Ja, kann das schnell beendet werden? Dankeschön. Weil ich ja gesagt habe, dass ich das super cool fände, wenn wir da auch irgendwie ein Teil von werden. Also ich weiß jetzt nicht, ob das ist, was ich cool fand. Aber wir nehmen natürlich einfach unsere ganze Gang mit und gucken uns das mal an, was es da zu sehen gibt und ob das vielleicht was für uns ist, weil ich meine, wir sind auch ein Pfiffikus. Vielleicht möchte Janet da ja ein Teil von sein. Okidoki, Antischoki. Also, das hier scheinen die Pfiffikusse zu sein. Diversity ist auf jeden Fall da. Immerhin haben sie eine Quotenfrau am Start. Also, Kumiko, Kohai, Haruto und Arush. Was ist das? Da kann man Essen kaufen. Oh Mann, wie toll! I love it. Okay, dann gehen wir einfach mal hier hin und gucken mal, was passiert. Wollen wir uns einfach mal mit jemandem unterhalten? Wir gehen mal zu Arush. Janet wird angerufen von Dawny. No. No way. Ich weiß nicht, ob ich bereit dafür bin. Okay, also Dawny ruft an und sagt, sie hätte sich in einen Aaron verknallt. Meinst du, ich sollte einen Versuch starten? Ich meine, warum sollte sie einsam sterben? Das hätte Raoul garantiert auch nicht gewollt. Und wenn sie vielleicht noch jemanden hat, der ihr gut tut, sind wir die Letzte, die ihr da im Weg stehen. Oh mein Gott, ist das traurig. Also, es ist eigentlich nicht traurig, aber... Raoul! Oh mein Gott, die zwei verstehen sich richtig gut. Ach so, weil wir uns freundlich vorgestellt haben. Aber ich möchte einfach mal ein bisschen was erfahren. Kann man irgendwo was nachlesen über diese Pfiffikusse? Weil was machen die? Sind die einfach nur schlau? Ich weiß jetzt halt nicht, ob... Oh, ein toter Mensch, hallo. Ich weiß jetzt halt nicht, ob wir das mit Annie machen sollen. Aber die sehen irgendwie auch alle ein bisschen merkwürdig aus. Ich möchte, also mit Annie möchte ich kein Teil dieser Gruppierung sein, glaube ich. Mein Gott, süß. Annie sitzt einfach hier und macht ihre Hausaufgaben. Wie vorbildlich kann man denn sein? Was hat sie denn morgen nochmal für einen Kurs? Ach, das macht sie gerade. Ja, perfekt. Hör mal, Janet, dann komm du doch auch hier hin und mach deine Aufgaben. Du kannst deine Aufgaben nicht machen, weil du deine Hausaufgaben bei uns unten im Keller hast liegen lassen. Wer bist du? Hi, Jonas. Den kenne ich auch irgendwoher. Jonas Benali. Wir haben Level 3 der Logikfähigkeit schon erreicht. Nice. Aber du sollst schon weiter deine Hausaufgaben machen, Girl. Ich werde dich drillen. Ich werde dich durch diese Universität drillen, damit wir innerhalb von 2 Wochen den Uni-Abschluss haben. Was macht Oli so? Der rennt hier so rum. Süß. Ein Feini einfach. Ach süß. Sie hat sich irgendwas geholt. Von welchem Geld, frage ich mich. Aber... Naja. Ja, sehr gut. Hat sie das abgeschlossen? Nice! Okay, ich glaube, Janet wird sich jetzt doch mal ganz kurz hier freundlich vorstellen und dann gucken wir mal, ob sie sich vielleicht den Pfiffikussen anschließen kann. Aber ich will wissen, was es damit auf sich hat. Okay, Janet ist jetzt Mitglied der Brightchester Pfiffikusse. Sie hat ein offizielles T-Shirt und Poster der Brightchester Pfiffikusse als Willkommengeschenk erhalten. Und was machen wir jetzt? Ermutigen, Street Art zu malen? Ich dachte, Pfiffikuss ist was Schlaues. Die Brightchester Pfiffikusse haben die Aufgabe, die Freuden des Uni-Jubels zu verbreiten. Sie tragen jeden Tag durch High Fives, Anheizen von Sims und Verhöhnen des verabscheuten Foxbury-Hummers dazu bei, Brightchester zu neuem Glanz zu verhelfen.
Irgendwie dachte ich, es wäre was ganz anderes. Okay. Und wir müssen rivalisierende Studierende verhöhnen, Fahnen in der eigenen Sportarena hissen und Streich an der Statue des Rivalen spielen. Okay, finde ich eigentlich ganz cool. Also da hätte ich Annie tatsächlich auch so ein bisschen gesehen, aber ich finde es gut, dass sie das jetzt macht. Hör mal, dann mach mal den Brightchester-Jubel. Ich weiß nicht, ob Janet da vielleicht jemanden versucht zu beeindrucken, weil irgendwie habe ich das Gefühl, das passt einfach gar nicht zu ihr. Naja, aber immerhin ist sie jetzt Teil dieser Organisation und wir haben das schon mal herausgefunden. Dann werden wir vielleicht auch noch eine Organisation für Annie finden, wo wir dann vielleicht auch so coole Sachen machen können. Es gibt ja auch noch diese Organisation, wo die diskutieren und sowas. Das habe ich ja schon gesagt, dass ich das für Annie eigentlich auch ziemlich cool finde. Aber erstmal gilt es nun, sich auf die Universität vorzubereiten. Denn wir sind Streber. Das heißt, wir sind um 9 Uhr im Bett. Vielleicht nicht ganz, aber oh mein Gott, wir haben einfach null Simoleons, ne? Warum ist unser Leben so traurig? Kredit abbezahlen, wow! Toll. Aber vielleicht, bevor wir jetzt gleich schlafen gehen, geh mal ganz kurz noch einmal Pipi machen. Und dann können wir vielleicht noch mal mit Olaf eine Runde spazieren gehen. Weil dem ist nämlich schon so langweilig, dass er aus der Toilette trinkt. Das werden wir ihm natürlich direkt verbieten. Süß. Also hier in Brightchester kann man ja auch wirklich schön spazieren gehen. Also ich finde es sehr, sehr schön, dass wir Oli mitgenommen haben. Ich finde die Möglichkeit, also die Version, die wir gewählt haben, quasi finde ich sehr, sehr cool, dass wir jetzt eben so ein bisschen außerhalb des Campuses wohnen, aber dafür die Möglichkeit haben, dass Oli eben bei uns ist und dass wir ihn nicht an Dorni geben mussten. Wer bist du? Adia. Janet hat morgen Nachmittag auch eine Vorlesung. Dann lasse ich dafür sie jetzt auch einmal die Hausarbeiten machen. Mir geht Tim echt nicht aus dem... Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, mir geht Tim nicht aus dem Kopf. Aber wisst ihr, wer mir auch nicht aus dem Kopf geht? Bloody Daddy! Es ist einfach immer wieder schön, ihn zu sehen. Wenn du mich angreifst, lösche ich dich sowohl aus diesem Let's Play als auch aus dem anderen. Spaß natürlich. Mann, es ist so schön hier in Brightchester. Ne? Ich kann es kaum erwarten, dass Annie hier irgendwo auf den Bänken sitzt und mit irgendwem rumknutscht. Schön. Einen schönen Spaziergang haben die zwei Mäuse gemacht. Und jetzt ist Annie natürlich auch dementsprechend müde, denn wir haben jetzt tatsächlich schon 1 Uhr. Deswegen geht's natürlich jetzt ins Bett. Ah, hier ist das Mitgliedschaftsposter von Janet. Ich glaube, wir werden sie aus diesen Fifi-Kussen wieder rausnehmen, weil ich sehe sie da nicht so sehr. Semesterbeginn. Heute beginnt für Annie Miles das Unisemester und es wird 5 Wochentage dauern. Sie soll sich ihren Kursplan ansehen und planen, wann sie ihre Hausaufgaben macht, lernt, isst und falls Zeit dafür übrig bleibt, sich entspannt und Spaß hat. Und für Janet gilt natürlich das Gleiche. Und der Unterricht für Annie beginnt in etwa einer Stunde. Aber warum kommt das zweimal? Oh mein Gott, den Kurs hat sie auch heute. Wow, Nina. Wow. Direkt am ersten Tag verkackt. Grandios. Und Annie bricht nun auf zu ihrem allerersten Unikurs. Ich kann es kaum glauben. Wow. Hä? Bin ich komplett doof? No. Warum kann ich nicht die Augen aufmachen? Janet hat auch noch einen Kurs. Okay, dafür musst du jetzt auch noch schnell deine Aufgaben machen. Geschichten erzählen. Oh mein Gott. Kann man so lost sein? Oh mein Gott, Dorni ruft an. Weißt du was? Mein Date mit Aaron ist sehr gut gelaufen. Oh, I don't know. Oh mein Gott, Janet will jetzt Freunde werden mit Arush. Ich glaube, sie hat einen Crush auf Arush und deswegen wollte sie auch Teil dieser Gang sein. Eieiei. Okay, Annie ist zurück von ihrem ersten Unikurs. Süß! Und wie gesagt, gleich hat sie noch den nächsten. Deswegen werden wir sie da jetzt natürlich auch noch drauf vorbereiten. Und zwar Statistiken. Okay, Janet ist jetzt auch zu ihrem ersten Unikurs. Aufregend, Leute, aufregend. Und Janet ist schon wieder zurück. Okay, das ging schnell. Wann hat sie ihren nächsten Kurs? In 4 Stunden. Hör mal, wie wäre es denn dann, wenn du jetzt auch schon deine Präsentation dann anfängst? Wäre das eine Idee? Kommst du da rein? Und Annie hat Level 4 der Logikfähigkeit erreicht. Sehr cool. Oh nee! Oh nee! Wir haben unsere Rechnung bekommen. 686 Simoleons. Wie bitte? I don't know what to do. Wir haben kein Geld. Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, dass wir mit irgendwas Geld verdienen müssen. Okay, jetzt müssen wir natürlich brainstormen. Womit könnte unsere Annie Geld verdienen? Sie kann nichts! Stimmt natürlich nicht. Okay, sie ist ja schlau. Aber was kann man denn mit der Logikfähigkeit? Kann man an Schachturnieren teilnehmen? Sims 4 Schachturniere. Nee. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Leute. Mit all den Fähigkeiten, die ich toll finde,
können wir nichts anfangen. Wir können mit all diesen Dingen kein Geld verdienen. Muss mal ganz kurz gucken. Wir könnten uns auf die Straße stellen und singen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so besonders lukrativ ist. Also ja, wir könnten natürlich wieder einen Garten anpflanzen, aber sehen wir da Annie, ist da die Frage. Okay, da seid ihr also gefragt. Ihr müsst mir sagen, was wir mit Annie machen könnten, um Geld zu verdienen. Ich meine, wir könnten sie halt... oh Gott, Nina, tu es nicht. Wir könnten theoretisch einen Nebenjob machen, beziehungsweise Gelegenheitsjobs. Hier gibt es ja verschiedene Nebenjobs. Videospielstreamerin. Sie könnte Streamerin sein. Ich sehe sie irgendwie bei so einem Fastfood-Laden, dass sie vielleicht so am Abend noch in einem Fastfood-Laden arbeitet. Zumindest vielleicht so vorübergehend. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Ich denke, dass sie auch so erzogen wurde, dass halt jeder für sein Geld arbeiten muss. Deswegen wird sie nun eine Fastfood-Angestellte. Und, oh, Annie war in letzter Zeit erfolgreich und möchte, dass es so bleibt. Auch wenn dies bedeutet, dass sie eine Überfliegerin ist. Aber das finde ich sehr cool, weil ich sehe sie voll als Überfliegerin. Ja, let's go. Und dann habe ich mir gerade gedacht, wir könnten Janet in die Simfluencer-Karriere stecken. Dann verdienen wir da nämlich auch noch Geld. Du besitzt eine Webcam und ein wenig Persönlichkeit. Werde Simfluencer und preise die Waren großer Firmen. Suche Lifestyle-Objekte wie ein Schachbrett, eine Staffelei und so weiter, um mit dem Verfassen von Bewertungen zu beginnen. Da muss ich wirklich was für tun? Naja, aber von nichts kommt nichts, ne? Okay. Zusätzliche Mittel erhalten. Ja klar. We are always down for some money. Kontaktiere am Telefon erfolgreich einen Start-up-Investor. Wait, was ist denn jetzt hier los? Wie mache ich das? Okay, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Aber wir kriegen das schon hin. Was muss sie machen? Gar nichts. Sie muss nichts können. Das ist doch schön. Süß. Aber guckt mal, die Mädels haben hier eine kleine Catch-up-Session. Reden ein bisschen über Geld. Weil sie sich natürlich beide... Ja, sie beschweren sich über Rechnung, oh mein Gott. Weil sie sich natürlich beide unsicher sind, wie sie das in Zukunft stemmen sollen. Aber naja, sie werden das schon gemeinsam schaffen und haben sich jetzt halt, wie gesagt, beide einen Job gesucht, womit sie dann hoffentlich zumindest ein bisschen Geld verdienen werden. Und das ist ja irgendwie auch ein bisschen süß, dass sie jetzt hier nochmal so ein bisschen darüber quatschen. Müssen die denn heute auch schon arbeiten? Nee, 2 Tage bis zur Arbeit. Auch 2 Tage bis zur Arbeit. Okay. Okay, Annie, dann kannst du ja jetzt anfangen, deine Präsentation abzuarbeiten. Uli, was hast du? Stopp, hör auf. Alles, stopp, alles, was du tust, bleibt jetzt liegen. Oli braucht Aufmerksamkeit. Ein Feini. Was hast du? Kratz ihn mal in seiner Lieblingsstelle. Süß. Vielleicht können wir ja noch mit ihm ein bisschen trainieren. Wir machen mal Rollen. Sehr gut. Und Janet ist auch zurück vom zweiten Unikurs. Und Annie hat Level 3 der Tiererziehungsfähigkeit erreicht. Sie kann ihren Hund jetzt auf Erkundungstour schicken. Darüber werden wir doch bestimmt auch Geld verdienen, oder? Wait. Also vielleicht findet er dann ja was. Aber wie? Hä? Sie kann ihren Hund jetzt auf Erkundungstour schicken. Das ist eine Lüge! Keine Ahnung, wie das funktioniert. Weil ich dachte, vielleicht bringt er uns dann etwas, wenn er auf Erkundungstour geht. Wir könnten ein Instagram von Oli machen. Haben wir das nicht schon gemacht? Wir haben doch mal schon ein Bild von ihm gemacht, oder? Wow, das ist ja jetzt einfach ein Traum hier. Dies ist mein Hund. Er ist vom Dämon besessen. Bitte habt keine Angst. Olaf hat 19 Simstagram-Follower dazu gewonnen. Vielleicht verdienen wir da ja auch den ein oder anderen Simoleon zu. Aber ich werde jetzt an dieser Stelle den Part erstmal beenden. Falls ihr noch die Eingebung habt und euch denkt, Nina, das passt unfassbar gut, das müssen wir machen, damit können wir super viel Geld verdienen, dann schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Wir könnten halt Janet auch wirklich YouTuber werden lassen, dass wir ihr die Videostation kaufen, weil damit verdient man ja auch dann Geld, wenn das Video denn dann fertig ist. Allerdings braucht das natürlich auch immer sehr viel Zeit, weil wir das Video aufnehmen müssen, schneiden müssen, hochladen und so weiter. Ich weiß nicht, ob man das als Student so stemmen kann. Aber schreibt mir gerne, falls ihr irgendwelche anderen Ideen vielleicht noch habt, was super gut passen würde. Also jetzt nicht, keine Ahnung, Nina, fang an zu malen, weil das bringt viel Geld, das weiß ich. Aber ich mag ja immer, wenn das Ganze so eine Verbindung hat und wenn das halt auch zu den Charakteren passt. Und mir fällt jetzt nicht direkt sowas ein, womit man eben Geld verdienen kann und was zu den Charakteren passt. Ich finde das mit den Nebenjobs super. Vor allem, dass Annie halt in so einem Fastfood-Restaurant arbeitet. Also ich finde es irgendwie cool, diese Vorstellung, dass sie jetzt vielleicht so bei McDonald's oder Burger King oder so arbeitet und später dann so eine renommierte Ärztin vielleicht wird. Das fände ich richtig, richtig cool. Aber wie gesagt, falls ihr noch irgendwelche coolen Ideen habt, könnt ihr das sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich da sehr drüber. Und ich wünsche euch dann jetzt noch einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi.